วัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีที่เข้ามาสู่รายการเรียนภาษาไทย Hallo und herzlich willkommen bei diesem Beitrag von online-thai.com. In diesem Beitrag geht es um den Begriff Hi in der thailändischen Sprache und wir werden hier ganz kurz zwei Hauptanwendungen dieses Begriffes anschauen auf Wunsch eines Zuschauers dieses Kursprogramms. Gut. Zum ersten Mal geht es um den Begriff Hi als Vollverb in der Anwendung im thailändischen Sprachalltag. Und im zweiten geht es um die Anwendung des Begriffs Hi, indem es eben Bezug nimmt auf andere Personen. Also eine zweite Hauptanwendung dieses Begriffs im Thai. Beginnen wir aber zuerst mit der Verwendung von Hi als eigenständiges Vollverb oder als Verb. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie dieses Hi verwendet wird im Alltag. Hi heißt ja im Grunde geben. Und wenn wir einfach Hi als geben verwenden im Thai, können wir es wie ein gewöhnliches Verb einsetzen. Zum Beispiel, ich Hi gebe Kong Huan ein Geschenk. Ich gebe ein Geschenk. Hi Kong Huan. Und ich kann dann weiter ausführen, wem ich dieses Geschenk oder was auch immer gebe. Das ist also die erste ganz simple Möglichkeit, Verwendung als eigenständiges Vollverb im Thai. Dann die zweite Möglichkeit innerhalb der Verwendung als Verb von Hi ist in sogenannten Verbfolgen. Das heißt, in diesen Fällen tritt Hi mit weiteren Verben auf. Es können diese Verben ganz verschiedene sein, die vor dem Hi gesetzt werden und eine Handlungsfolge ausdrücken. Wenn du mehr zu diesen Verbfolgen erfahren möchtest, dann findest du weitere Beiträge auch hier auf dem Thai-Blog auf online-thai.com und selbstverständlich dann auch Schritt für Schritt eine Einführung im eigentlichen Kursprogramm. Auf jeden Fall geht es hier ganz kurz um ein paar Beispiele, wie Hi in Verbfolgen oder Verbserialisierung, wie wir sie auch nennen, verwendet wird. Wir haben also irgendein Verb, welches zum Beispiel nehmen, kaufen, was auch immer bedeutet, zusammen mit Hi. Und dann kommt immer zuerst das Verb und dann Hi. Zum Beispiel Au nehmen, Hi jemandem. Also wenn wir etwas nehmen und jemandem geben. Und auch in dieser Anwendung bedeutet Hi im eigentlichen Sinne geben. Also sprechen wir zum Beispiel von Esswaren, ne? Au Ahan, Hai, Mäh. Nehmen, essen, geben, Mutter. Also wenn man etwas zum Essen nimmt, mitnimmt und der Mutter gibt, Hom, Au, Ahan, Hai, Mäh. Und können dann das noch weiter ausschmücken mit zum Beispiel Gen, damit die Mutter es essen kann. Gut, dann, jetzt muss ich meinen Kopf ein bisschen bewegen, denn da sind die Leute drin, ne? Spielt ja keine Rolle. Ein weiteres Beispiel könnte sein, anstelle von Au Hai, zum Beispiel Si kaufen, wenn ich etwas kaufe, Si Hai Po kaufen, geben, Vater. Und diese Handlungsfolge, diese Verbserialisierung, drückt eben die einzelnen Handlungsschritte aus, die durchgeführt werden im Prozess, den wir gleich mit der Formulierung der Verbserialisierung abbilden. Also si arai, etwas kaufen, und hai geben, jemand, den wir dann erwähnen. Si hai po. Si hai po oder au hai mäh. Na klar. So die zweite Möglichkeit der Verwendung von hai als Verb. Dann die zweite Hauptanwendung von Hi ist ein bisschen anders. Das heißt, hier wird Hi zuerst erwähnt, also wir können uns selber nennen und dann Hi. Das heißt, dass wir eine Handlung ausführen, die veranlasst, dass jemand anderes etwas tut, tun muss oder tun darf. Gut, Formulierungen könnten zum Beispiel sein, Pum Hi Kun Gin Ahan Thai. Ich Hi. Und jetzt eben nicht geben, sondern ich veranlasse das Kun, dass du in Ahan Thai, dass du thailändisches Essen isst. Ich und Hai heißt eben veranlassen oder eine Handlung gegenüber jemand anderes, dass du jetzt in diesem Fall oder sonst wer etwas tut. Also in diesem Falle
Gina Han Thai, also Kun Gina Han Thai, du thailändisches Essen essen und ich Pom Hai, ich veranlasse das. Und jetzt können wir uns zwei mögliche Übersetzungen für dieses Hai vorstellen auf Deutsch. Einerseits kann es eine Erlaubnis sein oder ein Zwang. Wir können also Hai in diesen Konstruktionen entweder als Anuyat, Hai, also erlauben, jemand anderes etwas zu tun, oder Tam Hai oder auch Bangkap Hai machen, bewirken, dass jemand anderes etwas tun muss. Es kann also eine Erlaubnis oder eben auch ein Befehl sein. Zum Beispiel der Satz Mae Hai Dek Bai Rong Rien. Mae Hai Dek Bai Rong Rien. Die Mutter veranlasst, dass das Kind zur Schule geht. Und neutral ausformuliert könnten wir sagen Mae Tam Hai Dek. Mutter tut das, also Hai gegenüber dem Kind, dass es zur Schule geht. Also die Mutter macht, dass das Kind zur Schule geht. Und jetzt können wir eben das uns denken als Anuyat Hai. Also die Mutter erlaubt es dem Kind oder gegenüber dem Kind mit Hai, dass es zur Schule gehen kann. Oder Mae Bangkap Hai Dek Bai Rong Rien. Die Mutter zwingt oder ja, macht, dass das Kind zur Schule gehen muss. Also einmal ist es Anuyat Hai, dass es gehen kann, und im zweiten Fall Bangkap Hai, dass es gehen muss. Und da es im Thai sehr, sehr selten ausformuliert wird, also weder Tam Hai, einfach neutral, noch Anuyat Hai oder Bangkap Hai, einfach nur Hai, Mae Hai Dek Bai Rong Rien, können wir jeweils nur aus dem Zusammenhang schließen, ob es sich um einen Zwang oder eine Erlaubnis, also um etwas eher Positives oder Negatives handelt. Genau. Aber als Verständnis nochmal in dieser zweiten Hauptanwendung, Hai Krai Tamarai, Hai, also jemand Hai veranlasst gegenüber jemand anderes, dass dieser oder diese Person etwas tut, ausführt, also tun muss oder tun darf. Dann gibt es natürlich auch diese Anwendung im Zusammenhang mit einer Verneinung, also Mai Hai, zum Beispiel Mae Mai Hai Dek Bai Rong Rien. In diesem Falle auch hier können wir sagen, entweder lässt die Mutter das Kind nicht auf die Schule oder die Mutter verbietet sogar, dem Kind zur Schule zu gehen. Und auch hier wiederum aus dem Zusammenhang wird dann klar, ob es sich eher um einen Zwang oder um ein Verbot, also um ein Verbot handelt im negativen Sinne oder um einen Nicht-Zwang. Aber sehr viel ausführlicher findest du diese Formulierung, sage ich mal, im Kursprogramm von online-thai.com beschrieben und auch aufgebaut, damit du eben hier nicht gleich alles in diesen Beitrag reingepackt hast, haben wir das dort Schritt für Schritt nochmal eingebaut, damit du das auch besser verstehst und im Alltag selber anwenden kannst. Genau. Und jetzt gibt es noch zum Abschluss eine weitere Anwendung. Ich könnte also sagen, Kho Hai Kun Mi Kwam Suk Rien Phasa Thai. Kho, ich bitte darum, Hai gegenüber dir, Kun, dass du eben Mi Kwam Suk Freude hast, Rien Phasa Thai, beim Thai lernen. Kho, ich, Pum, Kho Hai Kun Mi Kwam Suk Rien Phasa Thai, oder ganz kurz auf Thai, Au Bap San San, na kap. Für heute haben wir also die Anwendung, insbesondere zwei Hauptanwendungen von Hai, einerseits als Hauptverb alleinstehend, Hai Kwan, ein Geschenk geben, oder auch als Verb in einer Verbserialisierung, Au Hai Si Hai und so weiter, kennengelernt, ganz kurz, und eine zweite Hauptanwendung, wo wir Hai, also Tam Hai Krai Tam Arai Got Tam, wo wir veranlassen, dass jemand anderes etwas tut, นะครับ สำหรับตอนนี้แค่นี้นะครับ เราไว้เจอกันตอนหน้าครับ โชคดีครับ สวัสดีครับ